8. September 1980. Der Massengutfrachter Derbyshire befindet sich mit 150.000 Tonnen Eisenerz in den Frachträumen auf hoher See. Mitten im Pazifik, 370 Kilometer von der Ostküste Okinawas entfernt. Die Derbyshire ist ein riesiges Schiff, über 300 Meter lang, doppelt so groß wie die Titanic und erst 4 Jahre alt. Ein Gigant der Meere, auf dem sich die Besatzung auch im stärksten Sturm gut aufgehoben fühlen sollte. Doch der junge Seemann Peter Lambert fühlt sich ganz und gar nicht sicher. Bei seinen Besuchen zu Hause hat er natürlich über das Schiff gesprochen, auf dem er fuhr. Er schrieb auch Briefe. Und die Derbyshire, die mochte er nicht. Irgendwas gefiel ihm nicht und auch andere Leute hatten ein komisches Gefühl. Nur zögernd heuert Peter für eine weitere Fahrt auf der Derbyshire an, um das Geld für seine Hochzeit zu verdienen. Er ist 19 Jahre alt. Seine Hochzeit sollte nie stattfinden. Am 9. September verschwindet die Derbyshire mit ihrer gesamten Besatzung. Das bislang größte britische Schiff, das auf See blieb. Und niemand fand eine Erklärung für ihr Verschwinden. Wie konnte sich dieses riesige Schiff einfach in Luft auflösen? Ohne Hilferuf, ohne auch nur eine Spur zu hinterlassen. Könnte dies wieder so ein Phänomen sein, für das der Pazifik berühmt ist? Eines dieser Rätsel? Südlich von Japan erstreckt sich ein riesiges, vollkommen leeres Stück Ozean. Seit den 40er Jahren sind dort Dutzende großer Schiffe spurlos verschwunden. Die meisten von ihnen verschwanden ohne jeglichen Hilferuf, ohne auch nur ein einziges SOS-Signal abzusenden. Niemand kann sagen, wo sie geblieben sind. Schon seit Jahrhunderten fordern diese Gewässer Opfer. Japanische Seeleute haben der Gegend einst einen treffenden Namen gegeben: Mano Umi, das Teufelsmeer. In Japan kursieren Legenden von unbekannten Kräften, die auch das stärkste Schiff überwältigen können. Von riesigen Meerungeheuern, die Seeleute in den Tod ziehen. Nur wenige glauben wirklich an Ungeheuer, aber japanische Fischer fürchten sich noch immer vor dem Teufelsmeer. Obwohl es mit einem reichen Fischbestand lockt. Die See des Teufels ist voller Beute. Dort drängen sich die Fische. Und diese Gewässer sind nicht so wie anderswo. Die Wellen verändern sich schnell und unvorhersehbar. Wer sich in so einer Gegend treiben lässt, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Geschichten von spurlos verschwundenen Schiffen in der Teufelssee gibt es zuhauf. Experten bemühen sich, ein Muster zu konstruieren, das zur Lösung dieser Fälle beiträgt. Auffällig ist, dass die Positionen der versunkenen Schiffe auf der Karte alle in einem Dreieck liegen. Geradezu ein Abbild einer anderen berüchtigten Gefahrenstelle der Weltmeere. Zwar auf der anderen Seite der Erdkugel, aber auf demselben Längengrad wie die Teufelssee liegt das Bermuda-Dreieck. Nur ein Zufall? Was haben Teufelsmeer und Bermuda-Dreieck gemeinsam? Welches der Dreiecke birgt größere Gefahr? Viele sagen, es ist die Teufelssee. Auch Professor Junichi Yaoi, Experte für übernatürliche Phänomene und Autor zahlreicher Bücher. Er vertritt eine umstrittene Theorie zum Verschwinden der Schiffe in der Teufelssee. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Ich halte es durchaus für möglich, dass einige Frachter aufgrund von Wetterbedingungen untergegangen sind. Denn in diesen Gewässern kann die See sehr unruhig sein und es gibt starke Stürme.
Doch wenn Schiffe einfach so verschwinden, ohne Grund, dann halte ich es für möglich, dass sie in eine andere Dimension übergetreten sind. Ja, ich glaube, dass sich in dieser Gegend das Tor zu einer anderen Dimension befindet. Die meisten Wissenschaftler halten Professor Yaois Theorie für Science Fiction. Aber im Teufelsmeer verschwinden weiterhin Schiffe. Januar 2002. Die Lin Yi, ein chinesisches Frachtschiff mit 19 Männern an Bord, kommt nicht wie geplant im japanischen Hafen von Kagoshima an. 8 Monate später kann niemand erklären, was der Lin Yi zugestoßen ist. Auch dieses Schiff verschwand ohne Hilferuf, ohne jede Spur. Professor Yaoi hat eine ganz eigene Theorie zum Verbleib des Schiffes entwickelt, die er überzeugt vertritt. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Stellen Sie sich eine Fernsehübertragung vor. Fernsehsendungen werden im Studio hergestellt. Nachrichten, Filme, was auch immer. Doch wenn sie gesendet werden, verwandelt sich ihr Zustand. Sie werden in elektromagnetische Wellen verwandelt, die wir weder sehen noch berühren können. Ich will damit sagen, dass eine andere Dimension in unserer Lebenswelt vorhanden sein kann, ohne dass wir sie wahrnehmen. Manche Menschen halten Professor Yaois Theorie für einen bequemen Ausweg, das Unerklärliche zu erklären. Meeresforscher und Seefahrtsexperten lassen sich damit aber nicht abspeisen. Ich glaube nicht an sowas. Ich bin da sehr skeptisch. David Mearns ist auf der Jagd nach Schiffswracks. Unzählige hat er schon aufgespürt. Übernatürliche Phänomene haben ihn dabei noch nie beeindruckt. Ich werde von Leuten angestellt, um logische wissenschaftliche Erklärungen zu liefern. Wenn ich nun sagen würde, okay, das ist ein rätselhaftes Verschwinden, das ist wohl dieses Bermuda-Dreieck-Ding, dann wäre ich meine Glaubwürdigkeit schnell los. 1994 steht David mit seinem Team von Experten vor seiner bisher größten Herausforderung. Er soll ergründen, was der Derbyshire zugestoßen ist. Mit diesem Auftrag stoßen David und seine Leute an ihre Grenzen. Denn diesmal stehen sie einem starken Feind gegenüber. Dem Teufelsmeer. Die Piloten des Überwachungsgeschwaders 47 der US-Marine wissen, wie schwierig es ist, irgendetwas auf der eintönigen Wasseroberfläche zu entdecken. Sie dienen der Seeflotte der Vereinigten Staaten als Luftunterstützung. In dieser Gegend gibt es keinen Punkt, den wir nicht ziemlich schnell erreichen können. Wir haben immer ein Flugzeug in Bereitschaft, das innerhalb einer Stunde starten kann. Falls irgendwo eine Such- oder Rettungsaktion ansteht, ob ein Überfall auf See oder was auch immer, eines unserer Flugzeuge ist so schnell wie möglich zur Stelle. Die Flieger kennen diese Gegend wie ihre Westentasche. Und doch können auch sie nicht alles erklären, was hier geschieht. Es gibt Geschichten über seltsame Vorkommnisse im Flugzeug. Manchmal hören wir Dinge, die uns komisch vorkommen. Wenn wir wieder zurück sind, hören wir unsere Tonbänder ab, aber die Geräusche sind nicht drauf. Es gibt auch Geschichten über Gurte, die sich von selbst öffnen und Türverriegelungen, die auf und zugehen, wenn man über bestimmten Gegenden fliegt. Eine Grundvoraussetzung für diesen riskanten Job ist, stets auf der Hut zu sein. Die Männer und Frauen, die in dieser gefährlichen Gegend fliegen, wissen, dass nicht nur Schiffe spurlos verschwinden. Der Himmel über der Teufelssee hat auch schon Flugzeuge verschluckt. Besonders ein Vorfall aus der Vergangenheit lässt den Besatzungen keine Ruhe, wenn sie ihre täglichen Flüge absolvieren. Der 22. März 1957. Um 4.48 Uhr startet eine C-97-Transportmaschine der US-Luftwaffe von Wake Island in Richtung Tokio. An Bord befinden sich 67 Soldaten. Die Flugdauer ist mit 9,5 Stunden berechnet.
Die Kraftstoffreserven an Bord reichen sogar für fast 14 Flugstunden. Stundenlang verläuft der Flug ohne jeden Zwischenfall. Um 14.30 Uhr funkt der Pilot seine voraussichtliche Ankunftszeit. Um 17 Uhr will er in Tokio landen. Er fügt hinzu, dass alles in bester Ordnung ist. Das Wetter ist gut. Die Flugbedingungen könnten nicht besser sein. Minuten später meldet der Pilot, dass er noch 320 Kilometer von Tokio entfernt ist. Die Fluglotsen erwarten seine Ankunft innerhalb der nächsten 2 Stunden. Sie warten vergeblich. Die C-97 kommt nicht an ihrem Zielort an. Sofort suchen Späh- und Rettungsflugzeuge tausende von Quadratkilometern Meeresoberfläche ab, auf den Spuren des Flugzeugs. Sie finden nichts. Das riesige Transportflugzeug hat sich in Luft aufgelöst. Irgendetwas im Teufelsmeer war stark genug, diese riesige Maschine einfach verschwinden zu lassen. Was kann diesem zur damaligen Zeit modernen Flugzeug mit seiner Kampfausrüstung bei idealem Flugwetter zugestoßen sein? Bis heute bleibt dieses Rätsel ungelöst. Auf den scheinbar endlosen Wasserflächen des Teufelsmeers ist die Suche nach einem verschwundenen Flugzeug oder Schiff so aussichtslos wie der Versuch, eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Die japanische Küstenwache meldet jährlich mehr als 2500 Schiffsunglücke in diesen Gewässern. Die Teufelssee. Ist dieses Meer ein Feind des Menschen? Vierzehn Jahre nach dem Verschwinden des Riesenschiffs Derbyshire sucht niemand mehr ernsthaft nach neuen Erkenntnissen. Der offizielle Bericht macht eine Naturgewalt für das Verschwinden verantwortlich. Damit ist der Fall abgeschlossen. Hinterbliebenen der vermissten Derbyshire-Besatzung lassen nicht zu, dass die Akte geschlossen wird. Sie fordern eine Untersuchung, wollen wissen, was genau ihren Angehörigen widerfahren ist. Wir wollten handfeste Beweise, was 44 Menschen den Tod gebracht hat. Man sagte uns, dass die Untersuchung nur wieder eröffnet werden könnte, wenn wir neues Beweismaterial bringen könnten. Und das einzige neue Beweismaterial wäre die Derbyshire selbst. Alle Fachleute waren sich sicher, dass wir das Schiff nie finden würden. Die Familien geben nicht auf. Sie finanzieren ein Expeditionsteam, das 14 Jahre nach dem Verschwinden des Frachtschiffs in See sticht, in Richtung Teufelsmeer. Der Leiter des Teams ist David Mearns. Er ist davon überzeugt, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Seine ganze Expedition stützt sich auf einen einzigen mageren Hinweis. Als die Derbyshire verschwand, meldeten Rettungsflugzeuge einen Ölfleck in der Nähe der letzten bekannten Position des Schiffs. Noch nie hatte ein Ölfleck den entscheidenden Hinweis auf ein verschwundenes Schiff gegeben. Man wusste ja nicht genau, wie groß das Gebiet sein könnte, in dem man suchen muss. War das Öl direkt über dem Schiff ausgetreten oder wurde es abgetrieben und wie schnell? Keiner konnte das mit Sicherheit sagen. Und doch hatte ich das Gefühl, dass dieser Ölfleck uns geradewegs zum Wrack der Derbyshire führen würde. That would lead us to the wreck of Derbyshire. Ein Ölfleck also sollte der Schlüssel sein, mit dem David Mearns und seine Leute das Unmögliche versuchen wollten. Die Derbyshire zu finden und ihr Rätsel zu lösen. Der Beschluss, eine Suchaktion zu starten, ist schnell gefasst. Aber hat ein solches Projekt überhaupt Aussicht auf Erfolg? Gerade in diesem riesigen und unberechenbaren Stück Ozean? Der Meeresboden liegt mehrere Kilometer unter der Wasseroberfläche. Selbst wenn die Derbyshire hier liegen sollte,
Was mag noch von ihr übrig sein nach all den Jahren in der Tiefsee? Das Team setzt auf den neuesten Stand der Technik. An Bord des Expeditionsschiffs der Sidescan Sonar Taufisch, ein Sonargerät, das vom Schiff geschleppt wird. Es tastet den Meeresboden mit Schallwellen ab und funkt Bilder nach oben. Mehrere tausend Euro kostet sein Einsatz pro Tag. Das Geld der Familien der Derbyshire-Opfer reicht für genau 8 Tage auf See. Ein Rennen gegen die Zeit. Der Taufisch wird herabgelassen in die Wasser des Teufelsmeers und schickt erste Bilder vom Meeresboden nach oben. Das ungeschulte Auge sieht hier nur ein Chaos von Formen und Schatten. Doch David Mearns liest diese Bilder. Zunächst konnten wir nur grob etwas Ungewöhnliches sehen. Beim nächsten Mal sahen wir es schon besser. Und schließlich, beim dritten Mal, stolperte der Taufisch geradezu über etwas, das wie ein dichter, harter Brocken aussah. Ob das nun aber ein Felsen war oder ein Schiffswrack, das konnten wir nicht genau sagen. Ist es das Wrack der Derbyshire? Der nächste Versuch wird zeigen, ob das Team der richtigen Fährte folgt. Gerade als wir ganz nah dran waren, verloren wir das Schleppgerät. Einfach so, weg war's. Das Kabel, dieses superschwere, doppelt gesicherte Stahlkabel, riss einfach durch und unser 600.000 Dollar teures Gerät sackte uns einfach weg. Uns war sofort klar, es ist verloren. Der kostbare Taufisch, auf dem alle Hoffnungen lagen, sinkt tief unter die Wasseroberfläche in Richtung Seeboden. Die Zeit vergeht. Das Teufelsmeer lässt sich seine Geheimnisse nicht so einfach entreißen. Und dann braut sich auch noch ein Sturm zusammen. Was nun droht, bekamen in der Vergangenheit schon ganze Kriegsflotten leidvoll zu spüren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die 7. Flotte der US-Marine in Japan stationiert und beherrscht seitdem den Pazifik. Menschliche Feinde fürchtet sie nicht, aber die Soldaten sind trotzdem immer in Alarmbereitschaft. Denn die Teufelssee verhält sich launisch und unberechenbar. Oft weht hier ein laues Lüftchen, die See ist hübsch, man schaut den Horizont an, genießt die Sonne. Wenn ich nicht bei der Kriegsflotte wäre, würde ich mich sofort in den Liegestuhl legen. Aber nur 4 Stunden später macht es Boom und die Hölle ist los. Man weiß nie, was einen hier erwartet. Die wahren Helden dieser höllischen Gefahrenzone sind nicht etwa Kampfpiloten oder U-Boot-Kapitäne, sondern Meteorologen, die rund um die Uhr See und Himmel nach Warnsignalen absuchen. Männer, die sich keinen Fehler leisten dürfen. Schon der kleinste Irrtum bringt ganze Schiffe in Teufelsküche, setzt Mensch und Technik mörderischen Wellen und Winden aus. Kampfhubschrauber, riesige Flugzeugträger, selbst Jagdflugzeuge verwandeln sich plötzlich in wehrlose Opfer, wenn ihnen die Natur den Krieg erklärt. Schon häufig zeigte die Teufelssee der Technik ihre Grenzen auf. Vor allem eine Tragödie sitzt den Männern und Frauen der US Navy noch immer tief in den Knochen. Dezember 1944. Der Zweite Weltkrieg wütet auch im Pazifik. Die Selbstmordgeschwader der japanischen Kamikaze-Flieger sind die schlimmsten Feinde in diesem Kampfgebiet. Doch der Schrecken, den sie verbreiten, wird eines Tages von einem viel schlimmeren Feind übertroffen. Die Task Force 38, eine Trägerkampfgruppe, zermürbt japanische Truppen an der philippinischen Küste, um General MacArthurs Invasion zur Rückeroberung der Philippinen vorzubereiten.
Nach 3 Tagen muss die Gruppe den Dauerbeschuss der Küste unterbrechen und sich zum Auftanken in Formation begeben. Genau in diesem Moment zieht am Horizont eine tödliche Macht auf. Weitaus bedrohlicher als jeder japanische Kamikaze-Pilot. Während die Schiffe im unruhigen Wasser mit dem schwierigen Tankvorgang beschäftigt sind, bricht mit voller Wucht ein Taifun über sie herein. Vor diesem Sturm kann sich die Flotte nicht verstecken. Innerhalb von wenigen Augenblicken werden die Soldaten der Task Force 38 in einen Kampf ums nackte Überleben verstrickt. Es gab riesige Wellen. Die Schiffe stampften und schlingerten. Die Windgeschwindigkeit lag zwischen 50 und 75 Knoten. Das sind 100 bis 130 Stundenkilometer. Der Lärm war fürchterlich und die Schiffe tanzten auf und ab, warfen sich auf die Seite. Ein grauenhaftes Erlebnis für die Besatzung. Es waren Seeleute dabei, die schon von Kamikaze-Piloten gejagt worden waren. Aber dieser Taifun war ihrer Aussage nach der schlimmste Feind ihres Lebens. Die Männer gingen 24 Stunden lang durch die Hölle. Orkanartige Winde und 20 Meter hohe Wellen brachen über sie herein. 3 Zerstörer lagen kieloben. 16 weitere Schiffe wurden schlimm zugerichtet. Mehr als 200 Flugzeuge wurden von den Decks der Flugzeugträger gefegt. Als der Sturm abflaute, hatte die Task Force 765 Frauen und Männer verloren. Es war die schlimmste Naturkatastrophe, die die US Navy im 20. Jahrhundert heimsuchte. Die mächtige Kriegsflotte schleppte sich mit letzter Kraft zurück in den Hafen. Um solchen Überraschungen in Zukunft vorzubeugen, errichtete die Navy im gesamten Pazifikraum Wetterstationen. Die Kommandostelle Yokosuka in Japan hat heute die Vorwarnstufe ausgerufen. Ein Taifun braut sich über dem Teufelsmeer zusammen. Diese Region erzeugt ständig neue Taifune. Die warmen Wassermassen brüten jährlich etwa 30 dieser tödlichen Wettersysteme aus. Strudelförmige Winde mit 310 Stundenkilometern Geschwindigkeit türmen fast 20 Meter hohe Wellen auf. Die rasen dann über das Meer und zerstören alles, was sich in ihren Weg stellt. Wir erwarten eine maximale Wellenhöhe von 8,5 Metern und ziehen deswegen alle Schiffe aus dieser Gegend zurück. Auch von der chinesischen Küste entfernen wir alle Schiffe. Windgeschwindigkeiten von bis zu 105 Knoten sind vorhergesagt. Wenn die Windstärke noch weiter steigt, wird aus dem Taifun ein Super-Taifun. Ab 170 Knoten, das sind 315 Kilometer pro Stunde. Ein Super-Taifun gehört zu den schlimmsten Naturkatastrophen überhaupt und ist der Albtraum aller Navy-Wetterexperten. Es ist keine Seltenheit, bei einem Super-Taifun 10 Meter hohe Wellen zu sehen. Das kann niemand überstehen. Solche Wellen zerschmettern und versenken Schiffe, zerstören die Hafenanlagen auf den Inseln. Sie zermalmen einfach alles. Starke, über 300 Stundenkilometer schnelle Winde reißen Betonwände ein und feste Gebäude werden wie Kartenhäuser zerdrückt. Die Meteorologen tragen die Verantwortung, alle Schiffe der Navy vor dem Zusammenstoß mit einem solchen Ungeheuer zu bewahren. Schiffe, die sich in Küstennähe befinden, können das Ende des Sturms in Häfen abwarten, die zumindest etwas Schutz bieten. Doch wer zu weit draußen ist, dem bleibt keine andere Wahl, als sich den entfesselten Naturgewalten auf See zu stellen. Im Teufelsmeer verschwanden die meisten Schiffe während der Wintermonate, wenn die Stürme am heftigsten toben. Aber viele Schiffe waren sehr groß und durchaus dafür gebaut, auch schlimmsten Wetterbedingungen standzuhalten. Wie die Derbyshire. Als dieser mächtige Frachter im September 1980 Kurs auf die Teufelssee einschlägt, hat die Taifunsaison gerade ihren Höhepunkt erreicht.
Am 9. September um 10.19 Uhr funkt der Kapitän, dass die Derbyshire gegen 9 Meter hohe Wellen kämpft. Doch der Kapitän ist unbesorgt und überzeugt, dass sein großes und solide gebautes Schiff auch so schweres Wetter aushält. Er meldet, dass sich seine Ankunft im Hafen lediglich um ein paar Tage verzögern wird. Und doch verschwindet sein Schiff für immer spurlos von der Wasseroberfläche. Findet sich die Antwort in den Tiefen der Teufelssee? Hier unten sind unberechenbare Kräfte am Werk. Besonders die U-Boot-Flotten des Zweiten Weltkriegs hatten mit ihnen zu kämpfen. Ein Fünftel aller U-Boote der US-Marine blieb unter See. Beinahe die Hälfte von ihnen unter ungeklärten Umständen. Heute sucht die Forschung nach Antworten in der Tiefsee. Das japanische Zentrum für Meereswissenschaften erforscht die dunklen Tiefen des Ozeans systematisch. Der Stolz des Instituts: das Tauchboot Shinkai 6500. Es hält immensen Tauchtiefenstand und macht damit auch die tiefsten Meere der Forschung zugänglich. Meereswissenschaftler verbringen viele Stunden in der tintenschwarzen Dunkelheit. Ihre Forschung erschließt eine unbekannte Welt. Bis zu 11 Kilometer tiefe Gräben durchziehen die Meere. Stünde der höchste Berg der Erde, der Mount Everest, auf dem tiefsten Punkt des Meeres im Marianengraben, läge sein Gipfel 1,6 Kilometer tief im Meer verborgen. Die Welt unter Wasser blieb der Forschung bislang nahezu verborgen. Fanden die verschollenen U-Boote des Zweiten Weltkriegs hier ihre letzte Ruhestätte? Niemand weiß wirklich, welche Geheimnisse die Schattenwelt der Tiefe birgt. Und manche glauben sogar, dass außerirdische Mächte am Grund der Teufelssee lauern. Der Bericht eines russischen Forschers geisterte eine Zeit lang durch Boulevardzeitungen. Am 18. August 1980 befindet sich das sowjetische Schiff Wladimir Wobyrow auf dem Rückweg von einer Forschungsexpedition an der japanischen Küste. Der Expeditionsleiter, Professor Platonow, hält gerade an Deck Wache, als er Zeuge eines unerklärlichen Phänomens wird. Vor Platonow erscheint ein zylinderförmiges Objekt, das durch die Wasseroberfläche bricht, das Schiff umfährt und grelles blaues Licht abstrahlt. Nie zuvor hat der russische Forscher etwas Vergleichbares gesehen. Mehrere Minuten lang umkreist das Objekt das Schiff und verschwindet dann so plötzlich wieder im Ozean, wie es aufgetaucht war. Es hinterlässt keine noch so kleine Spur. Nur einen verstörten russischen Wissenschaftler an Deck des Forschungsschiffs. Einer von vielen Berichten, der die Teufelssee mit übernatürlichen Ereignissen in Verbindung bringt und somit ihrem sagenumwobenen Ruf neue Nahrung gibt. Renommierte japanische Wissenschaftler legen solche Augenzeugenberichte allerdings in die Schublade Seemannsgarn. Fast alles lässt sich naturwissenschaftlich erklären. Ich selbst habe noch nie etwas Unerklärliches gesehen. Welche natürlichen Kräfte sind es also, die selbst größte Schiffe mit enormer Wucht in die Tiefe reißen? Eine Antwort findet sich in den westlichen Tiefen der Teufelssee. Hier ist die Erdkruste brüchig. Druck aus dem Erdkern entweicht.
Ohne Vorwarnung brechen gewaltige Kräfte vom Meeresboden zur Oberfläche durch, um ebenso plötzlich wieder zu verschwinden. Spurlos zu verschwinden. Zurück bleibt allein das Geheimnis um den Verbleib der Schiffe, die sie in die Tiefe reißen. Wie in den 50er Jahren, als ein Artikel über das mysteriöse Verschwinden eines Schiffes die Welt erstmals auf die Teufelssee aufmerksam machte. Am 23. September 1952 steuert die Kaiomaru 5, ein Schiff der japanischen Küstenwache, mit 31 Mann an Bord, auf das Miyu-Jin-Riff in der Teufelssee zu, um dort ungewöhnliche Unterwasseraktivitäten zu beobachten. Die Besatzung rechnet damit, in weniger als einem Tag das Riff zu erreichen. Nach 3 Tagen Funkstille erklärt die Küstenwache das Schiff für vermisst. Andere Schiffe, die in der Gegend kreuzen, wechseln ihren Kurs, um nach Überlebenden zu suchen, ohne jeden Erfolg. Bis eine Schiffsbesatzung plötzlich Zeugin eines gewaltigen Naturschauspiels wird. Ein unterseeischer Vulkanausbruch. Sollte sich ein ähnlicher Ausbruch direkt unter der Kaiomaru ereignet haben, war sie innerhalb von Augenblicken verloren, ohne auch nur ein Notsignal aussenden zu können. Die Suchtruppen finden einige Wrackteile, mehr nicht. Es gibt keinen Überlebenden, der berichten könnte, was wirklich geschah. Die Teufelssee hält die Wahrheit über das Schicksal der Kaiomaru verborgen. Trauernde Angehörige müssen sich damit abfinden, dass das Schiff einfach vom Meer verschluckt wurde und mit ihm 31 Männer, Söhne, Brüder und Väter. Seitdem warnt die japanische Küstenwache Schiffe vor der Passage des Miyu-Jin-Riffs. Die Gegend gilt als Todesfalle. Aber Erschütterungen in der Tiefsee haben auch andere verheerende Folgen. Wenn in japanischen Küstenstädten die Erde bebt, fliehen die Bewohner auf Hügel. Ein Erdbeben am Meeresboden setzt sich bis an die Wasseroberfläche fort. Riesige Wassermengen rasen dann quer über den Ozean. Ein Tsunami entsteht. Auf dem offenen Meer sind Tsunamiwellen mehr als 750 Stundenkilometer schnell. Wer sich einer solchen Welle dann an der Küste gegenüber sieht, hat keine Chance. Als Kind überlebte Takeo Suzuki einen Tsunami. Die Welle vernichtete sein komplettes Heimatdorf. Es war entsetzlich. Um 12 Uhr war das Erdbeben. Ein paar Minuten später kam die Tsunamiwelle. Alle versuchten, sich zu retten. Ganz nah bei uns sahen wir Leute, die sich in Sicherheit bringen wollten, aber sie kamen um. Im Laufe der Jahrzehnte haben Tsunamis Hunderttausende von Menschen das Leben gekostet. Allein die bislang schlimmste Flutwelle im Dezember 2004 im Indischen Ozean forderte über 230.000 Todesopfer. Und sie wird nicht die letzte Katastrophe dieser Art gewesen sein. Wohl niemand kann die Gefahr dieser Flutwellen besser einschätzen als Chip McCreary vom Pazifischen Tsunami-Warndienst. Schon eine 3 Meter hohe Tsunamiwelle kann sehr gefährlich sein, weil der Wasserpegel steigt und dann eine Viertelstunde lang so hoch bleibt. Während dieser Zeit strömt eine Menge Wasser in Höchstgeschwindigkeit an Land. Die rasende Strömung zerstört vieles und führt Schutt mit sich, der wiederum wie ein Rambock andere Dinge kaputt schlägt. Könnten Tsunamis für das Verschwinden der Schiffe im Teufelsmeer verantwortlich sein? Tsunami-Experten sehen das skeptisch. A
Selbst eine große Tsunamiwelle ist auf offener See vielleicht nur einen Meter hoch oder noch weniger. Diese Wellen haben nämlich sehr lange Reichweiten. Es dauert zwischen 20 Minuten und einer Stunde, bis sie rauf und wieder runtergehen. Dieses langsame Auf und Ab ist also mitten auf dem Meer kaum zu bemerken. Obwohl sie an der Küste unendliches Leid verursachen, tragen Tsunamis also wohl keine Verantwortung für das Verschwinden der Schiffe auf hoher See. Im Teufelsmeer suchen die Hinterbliebenen der verschollenen Derbyshire-Besatzung weiter nach Spuren des Schiffes. Der Verlust des Sonarschleppgeräts, ausgerechnet in dem Moment, als es begonnen hatte, Bilder eines vielversprechenden Objekts vom Meeresboden nach oben zu senden, wiegt schwer. Das Gerät soll nun in einer Bergungsaktion aufgespürt und wieder einsatzfähig gemacht werden. Nur so besteht die Chance, die Derbyshire jemals zu finden. Das Bergungsteam setzt ein weiteres Hightech-Gerät ein. Ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug, ROV genannt, Remotely Operated Vehicle. Ein ausgeklügeltes, ferngesteuertes Roboterauto mit Greifarm, das auf den Meeresgrund herabgelassen und nur von ein paar dünnen Kabeln am Schiff gehalten wird. Geht in 4 Kilometern Tiefe etwas schief, kann von oben niemand eingreifen. Die Stimmung war unglaublich angespannt. Da war nun ein teures Gerät am Meeresboden verloren gegangen. Und wir vermuteten, dass da unten auch das Wrack war, das wir suchten. Aber ohne einen handfesten Beweis würde uns niemand glauben. Es wäre ein kompletter Fehlschlag. Wir bargen also unser Schleppsonar, was technisch sehr schwierig war. Eine 10 Tonnen schwere Sonde vom Meeresboden an Deck zu hieven, das ist nicht einfach. Und dann mussten wir ja noch nach dem Wrack tauchen und all das in nur 6 Stunden, denn dann mussten wir zurück. Die Aktion bringt, trotz des engen Zeitplans, den erhofften Erfolg. Nie zuvor gesehene Bilder werden aus dem Dunkel auf das Schiff gesendet. Das Unterwasserfahrzeug entdeckt schließlich Spuren von Eisenerz, die Fracht, die die Derbyshire an Bord hatte, als sie verschwand. Bilder verbogener Metallteile belegen eindeutig, es handelt sich um ein Schiffswrack. Dann endlich der erlösende Moment, dem alle entgegengefiebert haben. Die Kamera des Tauchroboters bekommt die Bugwand des Schiffs vor die Linse. Auf ihr klar zu erkennen, der Name des Schiffs. Der letzte Beweis ist erbracht. Die Derbyshire ist nicht einfach in eine andere Dimension verschwunden, sie ist gesunken. Es ist ein großartiges Gefühl, ein Wrack zu finden. Alle hatten uns prophezeit, dass wir es nie finden würden. Wenn man dann das Wrack mit eigenen Augen sieht, das ist einfach unbeschreiblich. Für die Angehörigen beendet diese Nachricht endlich eine jahrelange Ungewissheit. Gleichzeitig begräbt sie allerdings auch die Hoffnung, dass die Vermissten noch am Leben sein könnten. Viele Familien hatten sich nicht damit abgefunden, dass ihre Angehörigen gestorben waren. Es gibt winzige Inseln in der Gegend. Es hätte doch sein können, dass ihre Männer oder Söhne dort am Leben geblieben waren. We remember those who lost their lives at sea while sailing on the merchant vessel Derbyshire. And when you actually find the ship. Wenn dann das Schiff schließlich gefunden wird, begreift man erst, dass der geliebte Mensch wirklich nicht mehr nach Hause kommt, obwohl man sich 14 Jahre lang immer an diese Hoffnung geklammert hatte. Nach 14 Jahren voller Trauer und Schmerz hatten die Angehörigen endlich eine Antwort auf die Frage nach dem Verbleib der Vermissten. Peter Lambert, Nigel Coates. David Mearns und seine Mannschaft haben das Unmögliche geschafft. Sie haben die Überreste der verschollenen Derbyshire gefunden. Eine Frage jedoch blieb: Wie und warum ist das Schiff gesunken?
Mit den Ergebnissen der Expedition rekonstruierten Seefahrtsexperten die letzten Momente des Schiffes. Die Derbyshire war in einen Taifun geraten, dem sie nicht entkommen konnte. Die Sturmwellen waren fast genauso lang wie das Schiff selbst. Während die Derbyshire also von einer Welle nach unten gezogen wurde, stieß ihr Bug schon in die nächste. Die Wellen rissen nach und nach den Aufbau ab und überfluteten den vorderen Laderaum. Jetzt sank der Bug richtig in die Wellen ein. Da war der Besatzung vermutlich klar, dass sie in großer Gefahr war. Ein erfahrener Seemann merkt, wenn sein Schiff träge in den Wellen liegt. Das Vorderteil füllte sich jetzt mit Wasser. Mit dem Bug unter Wasser dauerte es nicht mehr lange, bis die Wellen alle Ladeluken zerschmettert hatten und das Schiff unterging. Das Meer riss das Schiff erbarmungslos in drei Stücke und zerquetschte die Derbyshire förmlich, während sie im Meer versank. Die Besatzung hatte einfach keine Chance. Sie konnte kein Rettungsboot herablassen. Das wäre sowieso sinnlos gewesen. Sie konnte nur hoffen, dass das Schiff irgendwie bis zum Ende des Sturms durchhalten würde, auch als es schon unterging. Ich denke, etwa 10 Minuten blieben den Seeleuten, in denen ihnen klar war, dass ihr Ende nahte. Zum Abschluss der Expedition bringt das Bergungsteam eine Gedenkplakette am Vorderdeck der Derbyshire an, mit einem Gebet für die Seelen der ertrunkenen Besatzung. Nicht nur die Derbyshire fand ihr Ende in einer Tragödie. Wenige Jahre später wurden auch ihre beiden Schwesterschiffe von Stürmen zerrissen. Ein Konstruktionsfehler verursachte diese drei tödlichen Havarien. Die Aufklärung einer Tragödie erweckt die Opfer nicht mehr zum Leben. Aber das große Mysterium verliert etwas von seinem Schrecken. Jeder aufgeklärte Fall erhöht die Chance, dass Tausende von Seefahrern heil aus dem Teufelsmeer zurückkehren. Wenn man draußen auf See ist, hat man nichts als sich selbst, die Besatzung und das Schiff. Es kann alles Mögliche passieren und niemand würde je davon erfahren. Die Derbyshire ist so ein Fall. Hätten wir sie nicht gefunden, könnten einige leicht behaupten, dass sie von übernatürlichen Kräften entführt worden sei. Und leichtgläubige Menschen gibt es genug. Aber wir konnten beweisen, dass sie unterging. Das zeigt, dass man alles aufklären kann. Selbst bei der Derbyshire war das möglich. Theorien von übernatürlichen Kräften jedoch werden überdauern, bis auch das letzte Wrack geborgen ist. Den meisten Menschen ist heutzutage klar, dass es vieles gibt, das wir nicht verstehen. Allen großen Fortschritten in der Wissenschaft zum Trotz. Doch wer solche Theorien nicht glauben will, den kann auch ich nicht überzeugen. Jeden Tag wagen sich Tausende auf die Weltmeere hinaus. Sie bezwingen Naturgewalten wie Stürme und gigantische Wellen. Die Teufelssee, das Bermuda-Dreieck und andere Gefahrenstellen verbergen noch heute viele Geheimnisse. Das Rätsel der verschollenen Derbyshire wurde allerdings gelöst. 14 Jahre nach ihrem mysteriösen Verschwinden. Oft weht hier ein laues Lüftchen, die See ist hübsch, man schaut den Horizont an, genießt die Sonne. Wenn ich nicht bei der Kriegsflotte wäre, würde ich mich sofort in den Liegestuhl legen. Aber nur 4 Stunden später macht es Boom und die Hölle ist los. Man weiß nie, was einen hier erwartet. Die wahren Helden dieser höllischen Gefahrenzone sind nicht etwa Kampfpiloten oder U-Boot-Kapitäne, sondern Meteorologen, die rund um die Uhr See und Himmel nach Warnsignalen absuchen. Männer, die sich keinen Fehler leisten dürfen. Schon der kleinste Irrtum bringt ganze Schiffe in Teufelsküche, setzt Mensch und Technik mörderischen Wellen und Winden aus.
Kampfhubschrauber, riesige Flugzeugträger, selbst Jagdflugzeuge verwandeln sich plötzlich in wehrlose Opfer, wenn ihnen die Natur den Krieg erklärt. Schon häufig zeigte die Teufelssee der Technik ihre Grenzen auf. Vor allem eine Tragödie sitzt den Männern und Frauen der US Navy noch immer tief in den Knochen. Dezember 1944. Der Zweite Weltkrieg wütet auch im Pazifik. Die Selbstmordgeschwader der japanischen Kamikaze-Flieger sind die schlimmsten Feinde in diesem Kampfgebiet. Doch der Schrecken, den sie verbreiten, wird eines Tages von einem viel schlimmeren Feind übertroffen. Die Task Force 38, eine Trägerkampfgruppe, zermürbt japanische Truppen an der philippinischen Küste, um General MacArthurs Invasion zur Rückeroberung der Philippinen vorzubereiten. Nach 3 Tagen muss die Gruppe den Dauerbeschuss der Küste unterbrechen und sich zum Auftanken in Formation begeben. Genau in diesem Moment zieht am Horizont eine tödliche Macht auf. Weitaus bedrohlicher als jeder japanische Kamikaze-Pilot. Während die Schiffe im unruhigen Wasser mit dem schwierigen Tankvorgang beschäftigt sind, bricht mit voller Wucht ein Taifun über sie herein. Vor diesem Sturm kann sich die Flotte nicht verstecken. Innerhalb von wenigen Augenblicken werden die Soldaten der Task Force 38 in einen Kampf ums nackte Überleben verstrickt. Es gab riesige Wellen. Die Schiffe stampften und schlingerten. Die Windgeschwindigkeit lag zwischen 50 und 75 Knoten. Das sind 100 bis 130 Stundenkilometer. Der Lärm war fürchterlich und die Schiffe tanzten auf und ab, warfen sich auf die Seite. Ein grauenhaftes Erlebnis für die Besatzung. Es waren Seeleute dabei, die schon von Kamikaze-Piloten gejagt worden waren. Aber dieser Taifun war ihrer Aussage nach der schlimmste Feind ihres Lebens. Die Männer gingen 24 Stunden lang durch die Hölle. Orkanartige Winde und 20 Meter hohe Wellen brachen über sie herein. 3 Zerstörer lagen kieloben. 16 weitere Schiffe wurden schlimm zugerichtet. Mehr als 200 Flugzeuge wurden von den Decks der Flugzeugträger gefegt. Als der Sturm abflaute, hatte die Task Force 765 Frauen und Männer verloren. Es war die schlimmste Naturkatastrophe, die die US Navy im 20. Jahrhundert heimsuchte. Die mächtige Kriegsflotte schleppte sich mit letzter Kraft zurück in den Hafen. Um solchen Überraschungen in Zukunft vorzubeugen, errichtete die Navy im gesamten Pazifikraum Wetterstationen. Die Kommandostelle Yokosuka in Japan hat heute die Vorwarnstufe ausgerufen. Ein Taifun braut sich über dem Teufelsmeer zusammen. Diese Region erzeugt ständig neue Taifune. Die warmen Wassermassen brüten jährlich etwa 30 dieser tödlichen Wettersysteme aus. Strudelförmige Winde mit 310 Stundenkilometern Geschwindigkeit türmen fast 20 Meter hohe Wellen auf. Die rasen dann über das Meer und zerstören alles, was sich in ihren Weg stellt. Wir erwarten eine maximale Wellenhöhe von 8,5 Metern und ziehen deswegen alle Schiffe aus dieser Gegend zurück. Auch von der chinesischen Küste entfernen wir alle Schiffe. Windgeschwindigkeiten von bis zu 105 Knoten sind vorhergesagt. Wenn die Windstärke noch weiter steigt, wird aus dem Taifun ein Super-Taifun. Ab 170 Knoten, das sind 315 Kilometer pro Stunde. Ein Super-Taifun gehört zu den schlimmsten Naturkatastrophen überhaupt und ist der Albtraum aller Navy-Wetterexperten. Es ist keine Seltenheit, bei einem Super-Taifun 10 Meter hohe Wellen zu sehen. Das kann niemand überstehen. Solche Wellen zerschmettern und versenken Schiffe, zerstören die Hafenanlagen auf den Inseln. Sie zermalmen einfach alles. Starke über 300
Professor Yaoi hat eine ganz eigene Theorie zum Verbleib des Schiffes entwickelt, die er überzeugt vertritt. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Stellen Sie sich eine Fernsehübertragung vor. Fernsehsendungen werden im Studio hergestellt, Nachrichten, Filme, was auch immer. Doch wenn sie gesendet werden, verwandelt sich ihr Zustand. Sie werden in elektromagnetische Wellen verwandelt, die wir weder sehen noch berühren können. Ich will damit sagen, dass eine andere Dimension in unserer Lebenswelt vorhanden sein kann, ohne dass wir sie wahrnehmen. Manche Menschen halten Professor Yaois Theorie für einen bequemen Ausweg, das Unerklärliche zu erklären. Meeresforscher und Seefahrtsexperten lassen sich damit aber nicht abspeisen. Ich glaube nicht an sowas. Ich bin da sehr skeptisch. David Mearns ist auf der Jagd nach Schiffswracks. Unzählige hat er schon aufgespürt. Übernatürliche Phänomene haben ihn dabei noch nie beeindruckt. Ich werde von Leuten angestellt, um logische wissenschaftliche Erklärungen zu liefern. Wenn ich nun sagen würde, okay, das ist ein rätselhaftes Verschwinden, das ist wohl dieses Bermuda-Dreieck-Ding, dann wäre ich meine Glaubwürdigkeit schnell los. 1994 steht David mit seinem Team von Experten vor seiner bisher größten Herausforderung. Er soll ergründen, was der Derbyshire zugestoßen ist. Mit diesem Auftrag stoßen David und seine Leute an ihre Grenzen. Denn diesmal stehen sie einem starken Feind gegenüber. Dem Teufelsmeer. Die Piloten des Überwachungsgeschwaders 47 der US-Marine wissen, wie schwierig es ist, irgendetwas auf der eintönigen Wasseroberfläche zu entdecken. Sie dienen der Seeflotte der Vereinigten Staaten als Luftunterstützung. In dieser Gegend gibt es keinen Punkt, den wir nicht ziemlich schnell erreichen können. Wir haben immer ein Flugzeug in Bereitschaft, das innerhalb einer Stunde starten kann. Falls irgendwo eine Such- oder Rettungsaktion ansteht, ob ein Überfall auf See oder was auch immer, eines unserer Flugzeuge ist so schnell wie möglich zur Stelle. Die Flieger kennen diese Gegend wie ihre Westentasche. Und doch können auch sie nicht alles erklären, was hier geschieht. Es gibt Geschichten über seltsame Vorkommnisse im Flugzeug. Manchmal hören wir Dinge, die uns komisch vorkommen. Wenn wir wieder zurück sind, hören wir unsere Tonbänder ab, aber die Geräusche sind nicht drauf. Es gibt auch Geschichten über Gurte, die sich von selbst öffnen und Türverriegelungen, die auf- und zugehen, wenn man über bestimmten Gegenden fliegt. Eine Grundvoraussetzung für diesen riskanten Job ist, stets auf der Hut zu sein. Die Männer und Frauen, die in dieser gefährlichen Gegend fliegen, wissen, dass nicht nur Schiffe spurlos verschwinden. Der Himmel über der Teufelssee hat auch schon Flugzeuge verschluckt. Besonders ein Vorfall aus der Vergangenheit lässt den Besatzungen keine Ruhe, wenn sie ihre täglichen Flüge absolvieren. Der 22. März 1957. Um 4.48 Uhr startet eine C-97-Transportmaschine der US-Luftwaffe von Wake Island in Richtung Tokio. An Bord befinden sich 67 Soldaten. Die Flugdauer ist mit 9,5 Stunden berechnet. Die Kraftstoffreserven an Bord reichen sogar für fast 14 Flugstunden. Stundenlang verläuft der Flug ohne jeden Zwischenfall. Um 14.30 Uhr funkt der Pilot seine voraussichtliche Ankunftszeit. Um 17 Uhr will er in Tokio landen. Er fügt hinzu, dass alles in bester Ordnung ist. Das Wetter ist gut. Die Flugbedingungen könnten nicht besser sein. Minuten später meldet der Pilot, dass er noch 320 Kilometer von Tokio entfernt ist. Die Fluglotsen erwarten seine Ankunft innerhalb der nächsten 2 Stunden. Sie warten vergeblich. Die C-97 kommt nicht an ihrem Zielort an. Sofort suchen Späh- und Rettungsflugzeuge tausende von Quadratkilometern Meeresoberfläche ab, auf den Spuren des Flugzeugs. Sie finden nichts.
Das riesige Transportflugzeug hat sich in Luft aufgelöst. Irgendetwas im Teufelsmeer war stark genug, diese riesige Maschine einfach verschwinden zu lassen. Was kann diesem zur damaligen Zeit modernen Flugzeug mit seiner Kampfausrüstung bei idealem Flugwetter zugestoßen sein? Bis heute bleibt dieses Rätsel ungelöst. Auf den scheinbar endlosen Wasserflächen des Teufelsmeers ist die Suche nach einem verschwundenen Flugzeug oder Schiff so aussichtslos wie der Versuch, eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Die japanische Küstenwache meldet jährlich mehr als 2500 Schiffsunglücke. 8. September 1980. Der Massengutfrachter Derbyshire befindet sich mit 150.000 Tonnen Eisenerz in den Frachträumen auf hoher See. Mitten im Pazifik, 370 Kilometer von der Ostküste Okinawas entfernt. Die Derbyshire ist ein riesiges Schiff, über 300 Meter lang, doppelt so groß wie die Titanic und erst 4 Jahre alt. Ein Gigant der Meere, auf dem sich die Besatzung auch im stärksten Sturm gut aufgehoben fühlen sollte. Doch der junge Seemann Peter Lambert fühlt sich ganz und gar nicht sicher. Bei seinen Besuchen zu Hause hat er natürlich über das Schiff gesprochen, auf dem er fuhr. Er schrieb auch Briefe. Und die Derbyshire, die mochte er nicht. Irgendwas gefiel ihm nicht und auch andere Leute hatten ein komisches Gefühl. Nur zögernd heuert Peter für eine weitere Fahrt auf der Derbyshire an, um das Geld für seine Hochzeit zu verdienen. Er ist 19 Jahre alt. Seine Hochzeit sollte nie stattfinden. Am 9. September verschwindet die Derbyshire mit ihrer gesamten Besatzung. Das bislang größte britische Schiff, das auf See blieb. Und niemand fand eine Erklärung für ihr Verschwinden. Wie konnte sich dieses riesige Schiff einfach in Luft auflösen? Ohne Hilferuf, ohne auch nur eine Spur zu hinterlassen. Könnte dies wieder so ein Phänomen sein, für das der Pazifik berühmt ist? Eines dieser Rätsel? Südlich von Japan erstreckt sich ein riesiges, vollkommen leeres Stück Ozean. Seit den 40er Jahren sind dort Dutzende großer Schiffe spurlos verschwunden. Die meisten von ihnen verschwanden ohne jeglichen Hilferuf, ohne auch nur ein einziges SOS-Signal abzusenden. Niemand kann sagen, wo sie geblieben sind. Schon seit Jahrhunderten fordern diese Gewässer Opfer. Japanische Seeleute haben der Gegend einst einen treffenden Namen gegeben: Mano Umi, das Teufelsmeer. In Japan kursieren Legenden von unbekannten Kräften, die auch das stärkste Schiff überwältigen können. Von riesigen Meerungeheuern, die Seeleute in den Tod ziehen. Nur wenige glauben wirklich an Ungeheuer. Aber japanische Fischer fürchten sich noch immer vor dem Teufelsmeer. Obwohl es mit einem reichen Fischbestand lockt. Die See des Teufels ist voller Beute. Dort drängen sich die Fische. Und diese Gewässer sind nicht so wie anderswo. Die Wellen verändern sich schnell und unvorhersehbar. Wer sich in so einer Gegend treiben lässt, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Geschichten von spurlos verschwundenen Schiffen in der Teufelssee gibt es zuhauf. Experten bemühen sich, ein Muster zu konstruieren, das zur Lösung dieser Fälle beiträgt. Auffällig ist, dass die Positionen der versunkenen Schiffe auf der Karte alle in einem Dreieck liegen. Geradezu ein Abbild einer anderen berüchtigten Gefahrenstelle der Weltmeere.
Zwar auf der anderen Seite der Erdkugel, aber auf demselben Längengrad wie die Teufelssee liegt das Bermuda-Dreieck. Nur ein Zufall? Was haben Teufelsmeer und Bermuda-Dreieck gemeinsam? Welches der Dreiecke birgt größere Gefahr? Viele sagen, es ist die Teufelssee. Auch Professor Junichi Yaoi, Experte für übernatürliche Phänomene und Autor zahlreicher Bücher. Er vertritt eine umstrittene Theorie zum Verschwinden der Schiffe in der Teufelssee. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Ich halte es durchaus für möglich, dass einige Frachter aufgrund von Wetterbedingungen untergegangen sind. Denn in diesen Gewässern kann die See sehr unruhig sein und es gibt starke Stürme. Doch wenn Schiffe einfach so verschwinden, ohne Grund, dann halte ich es für möglich, dass sie in eine andere Dimension übergetreten sind. Ja, ich glaube, dass sich in dieser Gegend das Tor zu einer anderen Dimension befindet. Die meisten Wissenschaftler halten Professor Yaois Theorie für Science Fiction. Aber im Teufelsmeer verschwinden weiterhin Schiffe. Januar 2002. Die Lin Yi, ein chinesisches Frachtschiff mit 19 Männern an Bord, kommt nicht wie geplant im japanischen Hafen von Kagoshima an. 8 Monate später kann niemand erklären, was der Lin Yi zugestoßen ist. Auch dieses Schiff verschwand ohne Hilferuf, ohne jede Spur. Lücke in diesen Gewässern. Die Teufelssee. Ist dieses Meer ein Feind des Menschen? Vierzehn Jahre nach dem Verschwinden des Riesenschiffs Derbyshire sucht niemand mehr ernsthaft nach neuen Erkenntnissen. Der offizielle Bericht macht eine Naturgewalt für das Verschwinden verantwortlich. Damit ist der Fall abgeschlossen. Hinterbliebenen der vermissten Derbyshire-Besatzung lassen nicht zu, dass die Akte geschlossen wird. Sie fordern eine Untersuchung, wollen wissen, was genau ihren Angehörigen widerfahren ist. Wir wollten handfeste Beweise, was 44 Menschen den Tod gebracht hat. Man sagte uns, dass die Untersuchung nur wieder eröffnet werden könnte, wenn wir neues Beweismaterial bringen könnten. Und das einzige neue Beweismaterial wäre die Derbyshire selbst. Alle Fachleute waren sich sicher, dass wir das Schiff nie finden würden. Die Familien geben nicht auf. Sie finanzieren ein Expeditionsteam, das 14 Jahre nach dem Verschwinden des Frachtschiffs in See sticht, in Richtung Teufelsmeer. Der Leiter des Teams ist David Mearns. Er ist davon überzeugt, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Seine ganze Expedition stützt sich auf einen einzigen mageren Hinweis. Als die Derbyshire verschwand, meldeten Rettungsflugzeuge einen Ölfleck in der Nähe der letzten bekannten Position des Schiffs. Noch nie hatte ein Ölfleck den entscheidenden Hinweis auf ein verschwundenes Schiff gegeben. Man wusste ja nicht genau, wie groß das Gebiet sein könnte, in dem man suchen muss. War das Öl direkt über dem Schiff ausgetreten oder wurde es abgetrieben und wie schnell? Keiner konnte das mit Sicherheit sagen. Und doch hatte ich das Gefühl, dass dieser Ölfleck uns geradewegs zum Wrack der Derbyshire führen würde. That would lead us to the wreck of Derbyshire. Ein Ölfleck also sollte der Schlüssel sein, mit dem David Mearns und seine Leute das Unmögliche versuchen wollten. Die Derbyshire zu finden und ihr Rätsel zu lösen. Der Beschluss, eine Suchaktion zu starten, ist schnell gefasst. Aber hat ein solches Projekt überhaupt Aussicht auf Erfolg? Gerade in diesem riesigen und unberechenbaren Stück Ozean? Der Meeresboden liegt mehrere Kilometer unter der Wasseroberfläche. Selbst wenn die Derbyshire hier liegen sollte, was mag noch von ihr übrig sein nach all den Jahren in der Tiefsee? Das Team setzt auf den neuesten Stand der Technik. An Bord des Expeditionsschiffs,
der Sidescan-Sonar-Taufisch, ein Sonargerät, das vom Schiff geschleppt wird. Es tastet den Meeresboden mit Schallwellen ab und funkt Bilder nach oben. Mehrere tausend Euro kostet sein Einsatz pro Tag. Das Geld der Familien der Derbyshire-Opfer reicht für genau 8 Tage auf See. Ein Rennen gegen die Zeit. Der Taufisch wird herabgelassen in die Wasser des Teufelsmeers und schickt erste Bilder vom Meeresboden nach oben. Das ungeschulte Auge sieht hier nur ein Chaos von Formen und Schatten. Doch David Mearns liest diese Bilder. Zunächst konnten wir nur grob etwas Ungewöhnliches sehen. Beim nächsten Mal sahen wir es schon besser. Und schließlich, beim dritten Mal, stolperte der Taufisch geradezu über etwas, das wie ein dichter, harter Brocken aussah. Ob das nun aber ein Felsen war oder ein Schiffswrack, das konnten wir nicht genau sagen. Ist es das Wrack der Derwische hier? Der nächste Versuch wird zeigen, ob das Team der richtigen Fährte folgt. Gerade als wir ganz nah dran waren, verloren wir das Schleppgerät. Einfach so, weg war's. Das Kabel, dieses superschwere, doppelt gesicherte Stahlkabel, riss einfach durch und unser 600.000 Dollar teures Gerät sackte uns einfach weg. Uns war sofort klar, es ist verloren. Der kostbare Taufisch, auf dem alle Hoffnungen lagen, sinkt tief unter die Wasseroberfläche in Richtung Seeboden. Die Zeit vergeht. Das Teufelsmeer lässt sich seine Geheimnisse nicht so einfach entreißen. Und dann braut sich auch noch ein Sturm zusammen. Was nun droht, bekamen in der Vergangenheit schon ganze Kriegsflotten leidvoll zu spüren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die 7. Flotte der US-Marine in Japan stationiert und beherrscht seitdem den Pazifik. Menschliche Feinde fürchtet sie nicht, aber die Soldaten sind trotzdem immer in Alarmbereitschaft. Denn die Teufelssee verhält sich launisch und unberechenbar. Stundenkilometer schnelle Winde reißen Betonwände ein und feste Gebäude werden wie Kartenhäuser zerdrückt. Die Meteorologen tragen die Verantwortung, alle Schiffe der Navy vor dem Zusammenstoß mit einem solchen Ungeheuer zu bewahren. Schiffe, die sich in Küstennähe befinden, können das Ende des Sturms in Häfen abwarten, die zumindest etwas Schutz bieten. Doch wer zu weit draußen ist, dem bleibt keine andere Wahl, als sich den entfesselten Naturgewalten auf See zu stellen. Im Teufelsmeer verschwanden die meisten Schiffe während der Wintermonate, wenn die Stürme am heftigsten toben. Aber viele Schiffe waren sehr groß und durchaus dafür gebaut, auch schlimmsten Wetterbedingungen standzuhalten. Wie die Derbyshire. Als dieser mächtige Frachter im September 1980 Kurs auf die Teufelssee einschlägt, hat die Taifunsaison gerade ihren Höhepunkt erreicht. Am 9. September um 10.19 Uhr funkt der Kapitän, dass die Derbyshire gegen 9 Meter hohe Wellen kämpft. Doch der Kapitän ist unbesorgt und überzeugt, dass sein großes und solide gebautes Schiff auch so schweres Wetter aushält. Er meldet, dass sich seine Ankunft im Hafen lediglich um ein paar Tage verzögern wird. Und doch verschwindet sein Schiff für immer spurlos von der Wasseroberfläche. Findet sich die Antwort in den Tiefen der Teufelssee? Hier unten sind unberechenbare Kräfte am Werk. Besonders die U-Boot-Flotten des Zweiten Weltkriegs hatten mit ihnen zu kämpfen.
Ein Fünftel aller U-Boote der US-Marine blieb unter See. Beinahe die Hälfte von ihnen unter ungeklärten Umständen. Heute sucht die Forschung nach Antworten in der Tiefsee. Das japanische Zentrum für Meereswissenschaften erforscht die dunklen Tiefen des Ozeans systematisch. Der Stolz des Instituts, das Tauchboot Shinkai 6500. Es hält immensen Tauchtiefen stand und macht damit auch die tiefsten Meere der Forschung zugänglich. Meereswissenschaftler verbringen viele Stunden in der tintenschwarzen Dunkelheit. Ihre Forschung erschließt eine unbekannte Welt. Bis zu 11 Kilometer tiefe Gräben durchziehen die Meere. Stünde der höchste Berg der Erde, der Mount Everest, auf dem tiefsten Punkt des Meeres im Marianengraben, läge sein Gipfel 1,6 Kilometer tief im Meer verborgen. Die Welt unter Wasser blieb der Forschung bislang nahezu verborgen. Fanden die verschollenen U-Boote des Zweiten Weltkriegs hier ihre letzte Ruhestätte? Niemand weiß wirklich, welche Geheimnisse die Schattenwelt der Tiefe birgt. Und manche glauben sogar, dass außerirdische Mächte am Grund der Teufelssee lauern. Der Bericht eines russischen Forschers geisterte eine Zeit lang durch Boulevardzeitungen. Am 18. August 1980 befindet sich das sowjetische Schiff Wladimir Wobyrow auf dem Rückweg von einer Forschungsexpedition an der japanischen Küste. Der Expeditionsleiter, Professor Platonow, hält gerade an Deck Wache, als er Zeuge eines unerklärlichen Phänomens wird. Vor Platonow erscheint ein zylinderförmiges Objekt, das durch die Wasseroberfläche bricht, das Schiff umfährt und grelles blaues Licht abstrahlt. Nie zuvor hat der russische Forscher etwas Vergleichbares gesehen. Mehrere Minuten lang umkreist das Objekt das Schiff und verschwindet dann so plötzlich wieder im Ozean, wie es aufgetaucht war. Es hinterlässt keine noch so kleine Spur. Nur einen verstörten russischen Wissenschaftler an Deck des Forschungsschiffs. Einer von vielen Berichten, der die Teufelssee mit übernatürlichen Ereignissen in Verbindung bringt und somit ihrem sagenumwobenen Ruf neue Nahrung gibt. Renommierte japanische Wissenschaftler legen solche Augenzeugenberichte allerdings in die Schublade Seemannsgarn. Fast alles lässt sich naturwissenschaftlich erklären. Ich selbst habe noch nie etwas Unerklärliches gesehen. Welche natürlichen Kräfte sind es also, die selbst größte Schiffe mit enormer Wucht in die Tiefe reißen? Für die Angehörigen beendet diese Nachricht endlich eine jahrelange Ungewissheit. Gleichzeitig begräbt sie allerdings auch die Hoffnung, dass die Vermissten noch am Leben sein könnten. Viele Familien hatten sich nicht damit abgefunden, dass ihre Angehörigen gestorben waren. Es gibt winzige Inseln in der Gegend. Es hätte doch sein können, dass ihre Männer oder Söhne dort am Leben geblieben waren. We remember those who lost their lives at sea while sailing on the merchant vessel Derbyshire. And when you actually find the ship. Wenn dann das Schiff schließlich gefunden wird, begreift man erst, dass der geliebte Mensch wirklich nicht mehr nach Hause kommt, obwohl man sich 14 Jahre lang immer an diese Hoffnung geklammert hatte. Even though it was 14 years after the ship had sank, they still held on to that belief. Geoffrey Victor Underhill. Nach 14 Jahren voller Trauer und Schmerz hatten die Angehörigen endlich eine Antwort auf die Frage nach dem Verbleib der Vermissten. Peter Lambert, Nigel Coates.
David Mearns und seine Mannschaft haben das Unmögliche geschafft. Sie haben die Überreste der verschollenen Derbyshire gefunden. Eine Frage jedoch blieb: Wie und warum ist das Schiff gesunken? Mit den Ergebnissen der Expedition rekonstruierten Seefahrtsexperten die letzten Momente des Schiffes. Die Derbyshire war in einen Taifun geraten, dem sie nicht entkommen konnte. Die Sturmwellen waren fast genauso lang wie das Schiff selbst. Während die Derbyshire also von einer Welle nach unten gezogen wurde, stieß ihr Bug schon in die nächste. Die Wellen rissen nach und nach den Aufbau ab und überfluteten den vorderen Laderaum. Jetzt sank der Bug richtig in die Wellen ein. Da war der Besatzung vermutlich klar, dass sie in großer Gefahr war. Ein erfahrener Seemann merkt, wenn sein Schiff träge in den Wellen liegt. Das Vorderteil füllte sich jetzt mit Wasser. Mit dem Bug unter Wasser dauerte es nicht mehr lange, bis die Wellen alle Ladeluken zerschmettert hatten und das Schiff unterging. Das Meer riss das Schiff erbarmungslos in drei Stücke und zerquetschte die Derbyshire förmlich, während sie im Meer versank. Die Besatzung hatte einfach keine Chance. Sie konnte kein Rettungsboot herablassen. Das wäre sowieso sinnlos gewesen. Sie konnte nur hoffen, dass das Schiff irgendwie bis zum Ende des Sturms durchhalten würde, auch als es schon unterging. Ich denke, etwa 10 Minuten blieben den Seeleuten in... Hinterbliebenen der vermissten Derbyshire-Besatzung lassen nicht zu, dass die Akte geschlossen wird. Sie fordern eine Untersuchung, wollen wissen, was genau ihren Angehörigen widerfahren ist. Wir wollten handfeste Beweise, was 44 Menschen den Tod gebracht hat. Man sagte uns, dass die Untersuchung nur wieder eröffnet werden könnte, wenn wir neues Beweismaterial bringen könnten. Und das einzige neue Beweismaterial wäre die Derbyshire selbst. Alle Fachleute waren sich sicher, dass wir das Schiff nie finden würden. Die Familien geben nicht auf. Sie finanzieren ein Expeditionsteam, das 14 Jahre nach dem Verschwinden des Frachtschiffs in See sticht, in Richtung Teufelsmeer. Der Leiter des Teams ist David Mearns. Er ist davon überzeugt, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Seine ganze Expedition stützt sich auf einen einzigen mageren Hinweis. Als die Derbyshire verschwand, meldeten Rettungsflugzeuge einen Ölfleck in der Nähe der letzten bekannten Position des Schiffs. Noch nie hatte ein Ölfleck den entscheidenden Hinweis auf ein verschwundenes Schiff gegeben. Man wusste ja nicht genau, wie groß das Gebiet sein könnte, in dem man suchen muss. War das Öl direkt über dem Schiff ausgetreten oder wurde es abgetrieben und wie schnell? Keiner konnte das mit Sicherheit sagen. Und doch hatte ich das Gefühl, dass dieser Ölfleck uns geradewegs zum Wrack der Derbyshire führen würde. That would lead us to the wreck of Derbyshire. Ein Ölfleck also sollte der Schlüssel sein, mit dem David Mearns und seine Leute das Unmögliche versuchen wollten: die Derbyshire zu finden und ihr Rätsel zu lösen. Der Beschluss, eine Suchaktion zu starten, ist schnell gefasst. Aber hat ein solches Projekt überhaupt Aussicht auf Erfolg? Gerade in diesem riesigen und unberechenbaren Stück Ozean? Der Meeresboden liegt mehrere Kilometer unter der Wasseroberfläche. Selbst wenn die Derbyshire hier liegen sollte, was mag noch von ihr übrig sein nach all den Jahren in der Tiefsee? Das Team setzt auf den neuesten Stand der Technik. An Bord des Expeditionsschiffs der Sidescan Sonar Taufisch, ein Sonargerät, das vom Schiff geschleppt wird. Es tastet den Meeresboden mit Schallwellen ab und funkt Bilder nach oben. Mehrere tausend Euro kostet sein Einsatz pro Tag. Das Geld der Familien der Derbyshire Opfer reicht für genau 8 Tage auf See. Ein Rennen gegen die Zeit. Der Taufisch wird herabgelassen in die Wasser des Teufelsmeers und schickt erste Bilder vom Meeresboden nach oben. Der kostbare Taufisch, auf dem alle Hoffnungen lagen, sinkt tief unter die Wasseroberfläche in Richtung Seeboden. Die Zeit vergeht. Das Teufelsmeer lässt sich seine Geheimnisse nicht so einfach entreißen. Und dann braut sich auch noch ein Sturm zusammen.
Was nun droht, bekamen in der Vergangenheit schon ganze Kriegsflotten leidvoll zu spüren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die 7. Flotte der US-Marine in Japan stationiert und beherrscht seitdem den Pazifik. Menschliche Feinde fürchtet sie nicht, aber die Soldaten sind trotzdem immer in Alarmbereitschaft. Denn die Teufelssee verhält sich launisch und unberechenbar. Stundenkilometerschnelle Winde reißen Betonwände ein und feste Gebäude werden wie Kartenhäuser zerdrückt. Die Meteorologen tragen die Verantwortung, alle Schiffe der Navy vor dem Zusammenstoß mit einem solchen Ungeheuer zu bewahren. Schiffe, die sich in Küstennähe befinden, können das Ende des Sturms in Häfen abwarten, die zumindest etwas Schutz bieten. Doch wer zu weit draußen ist, dem bleibt keine andere Wahl, als sich den entfesselten Naturgewalten auf See zu stellen. Im Teufelsmeer verschwanden die meisten Schiffe während der Wintermonate, wenn die Stürme am heftigsten toben. Aber viele Schiffe waren sehr groß und durchaus dafür gebaut, auch schlimmsten Wetterbedingungen standzuhalten. Wie die Derbyshire. Als dieser mächtige Frachter im September 1980 Kurs auf die Teufelssee einschlägt, hat die Taifunsaison gerade ihren Höhepunkt erreicht. Am 9. September um 10.19 Uhr funkt der Kapitän, dass die Derbyshire gegen 9 Meter hohe Wellen kämpft. Doch der Kapitän ist unbesorgt und überzeugt, dass sein großes und solide gebautes Schiff auch so schweres Wetter aushält. Er meldet, dass sich seine Ankunft im Hafen lediglich um ein paar Tage verzögern wird. Und doch verschwindet sein Schiff für immer spurlos von der Wasseroberfläche. Findet sich die Antwort in den Tiefen der Teufelssee? Hier unten sind unberechenbar. Die Tsunami-Welle kann sehr gefährlich sein, weil der Wasserpegel steigt und dann eine Viertelstunde lang so hoch bleibt. Während dieser Zeit strömt eine Menge Wasser in Höchstgeschwindigkeit an Land. Die rasende Strömung zerstört vieles und führt Schutt mit sich, der wiederum wie ein Rambock andere Dinge kaputt schlägt. Things down and picks up debris, which in turn acts as battering rams. Könnten Tsunamis für das Verschwinden der Schiffe im Teufelsmeer verantwortlich sein? Tsunami-Experten sehen das skeptisch. Selbst eine große Tsunamiwelle ist auf offener See vielleicht nur einen Meter hoch oder noch weniger. Diese Wellen haben nämlich sehr lange Reichweiten. Es dauert zwischen 20 Minuten und einer Stunde, bis sie rauf und wieder runtergehen. Dieses langsame Auf und Ab ist also mitten auf dem Meer kaum zu bemerken. Obwohl sie an der Küste unendliches Leid verursachen, tragen Tsunamis also wohl keine Verantwortung für das Verschwinden der Schiffe auf hoher See. Im Teufelsmeer suchen die Hinterbliebenen der verschollenen Derbyshire-Besatzung weiter nach Spuren des Schiffes. Der Verlust des Sonarschleppgeräts, ausgerechnet in dem Moment, als es begonnen hatte, Bilder eines vielversprechenden Objekts vom Meeresboden nach oben zu senden, wiegt schwer. Das Gerät soll nun in einer Bergungsaktion aufgespürt und wieder einsatzfähig gemacht werden. Nur so besteht die Chance, die Derbyshire jemals zu finden. Das Bergungsteam setzt ein weiteres Hightech-Gerät ein. Ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug, ROV genannt, Remotely Operated Vehicle. Ein ausgeklügeltes, ferngesteuertes Roboterauto mit Greifarm, das auf den Meeresgrund herabgelassen und nur von ein paar dünnen Kabeln am Schiff gehalten wird. Geht in 4 Kilometern Tiefe etwas schief, kann von oben niemand eingreifen.
Die Stimmung war unglaublich angespannt. Da war nun ein teures Gerät am Meeresboden verloren gegangen. Und wir vermuteten, dass da unten auch das Wrack war, das wir suchten. Aber ohne einen handfesten Beweis würde uns niemand glauben. Es wäre ein kompletter Fehlschlag. Wir bargen also unser Schleppsonar, was technisch sehr schwierig war. Eine 10 Tonnen schwere Sonde vom Meeresboden an Deck zu hieven, das ist nicht einfach. Und dann mussten wir ja noch nach dem Wrack tauchen und all das in nur 6 Stunden, denn dann mussten wir zurück. Die Aktion bringt, trotz des engen Zeitplans, 30 funkt der Pilot seine voraussichtliche Ankunftszeit. Um 17 Uhr will er in Tokio landen. Er fügt hinzu, dass alles in bester Ordnung ist. Das Wetter ist gut. Die Flugbedingungen könnten nicht besser sein. 75 Minuten später meldet der Pilot, dass er noch 320 Kilometer von Tokio entfernt ist. Die Fluglotsen erwarten seine Ankunft innerhalb der nächsten 2 Stunden. Sie warten vergeblich. Die C-97 kommt nicht an ihrem Zielort an. Sofort suchen Spee- und Rettungsflugzeuge tausende von Quadratkilometern Meeresoberfläche ab, auf den Spuren des Flugzeugs. Sie finden nichts. Das riesige Transportflugzeug hat sich in Luft aufgelöst. Irgendetwas im Teufelsmeer war stark genug, diese riesige Maschine einfach verschwinden zu lassen. Was kann diesem zur damaligen Zeit modernen Flugzeug mit seiner Kampfausrüstung bei idealem Flugwetter zugestoßen sein? Bis heute bleibt dieses Rätsel ungelöst. Auf den scheinbar endlosen Wasserflächen des Teufelsmeers ist die Suche nach einem verschwundenen Flugzeug oder Schiff so aussichtslos wie der Versuch, eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Die japanische Küstenwache meldet jährlich mehr als 2500 Schiffsunglücke. 8. September 1980. Der Massengutfrachter Derbyshire befindet sich mit 150.000 Tonnen Eisenerz in den Frachträumen auf hoher See. Mitten im Pazifik, 370 Kilometer von der Ostküste Okinawas entfernt. Die Derbyshire ist ein riesiges Schiff, über 300 Meter lang, doppelt so groß wie die Titanic und erst 4 Jahre alt. Ein Gigant der Meere, auf dem sich die Besatzung auch im stärksten Sturm gut aufgehoben fühlen sollte. Doch der junge Seemann Peter Lambert fühlt sich ganz und gar nicht sicher. Bei seinen Besuchen zu Hause hat er natürlich über das Schiff gesprochen, auf dem er fuhr. Er schrieb auch Briefe. Und die Derbyshire, die mochte er nicht. Irgendwas gefiel ihm nicht und auch andere Leute hatten ein komisches Gefühl. Nur zögernd heuert Peter für eine weitere Fahrt auf der Derbyshire an, um das Geld für seine Hochzeit zu verdienen. Er ist 19 Jahre alt. Seine Hochzeit sollte nie stattfinden. Am 9. September verschwindet die Derbyshire mit ihrer gesamten Besatzung. Nach 3 Tagen muss die Gruppe den Dauerbeschuss der Küste unterbrechen und sich zum Auftanken in Formation begeben. Genau in diesem Moment zieht am Horizont eine tödliche Macht auf. Weitaus bedrohlicher als jeder japanische Kamikaze-Pilot. Während die Schiffe im unruhigen Wasser mit dem schwierigen Tankvorgang beschäftigt sind, bricht mit voller Wucht ein Taifun über sie herein. Vor diesem Sturm kann sich die Flotte nicht verstecken. Innerhalb von wenigen Augenblicken werden die Soldaten der Task Force 38 in einen Kampf ums nackte Überleben verstrickt. Es gab riesige Wellen. Die Schiffe stampften und schlingerten. Die Windgeschwindigkeit lag zwischen 50 und 75 Knoten. Das sind 100 bis 130 Stundenkilometer. Der Lärm war fürchterlich und die Schiffe tanzten auf und ab, warfen sich auf die Seite.
Ein grauenhaftes Erlebnis für die Besatzung. Es waren Seeleute dabei, die schon von Kamikaze-Piloten gejagt worden waren. Aber dieser Taifun war ihrer Aussage nach der schlimmste Feind ihres Lebens. Die Männer gingen 24 Stunden lang durch die Hölle. Orkanartige Winde und 20 Meter hohe Wellen brachen über sie herein. Drei Zerstörer lagen kieloben. 16 weitere Schiffe wurden schlimm zugerichtet. Mehr als 200 Flugzeuge wurden von den Decks der Flugzeugträger gefegt. Als der Sturm abflaute, hatte die Taskforce 765 Frauen und Männer verloren. Es war die schlimmste Naturkatastrophe, die die US Navy im 20. Jahrhundert heimsuchte. Die mächtige Kriegsflotte schleppte sich mit letzter Kraft zurück in den Hafen. Um solchen Überraschungen in Zukunft vorzubeugen, errichtete die Navy im gesamten Pazifikraum Wetterstationen. Die Kommandostelle Yokosuka in Japan hat heute die Vorwarnstufe ausgerufen. Ein Taifun braut sich über dem Teufelsmeer zusammen. Diese Region erzeugt ständig neue Taifune. Die warmen Wassermassen brüten jährlich etwa 30 dieser tödlichen Wettersysteme aus. Strudelförmige Winde mit 310 Stundenkilometern Geschwindigkeit türmen fast 20 Meter hohe Wellen auf. Die rasen dann über das Meer und zerstören alles, was sich in ihren Weg stellt. Taufisch wird herabgelassen in die Wasser des Teufelsmeers und schickt erste Bilder vom Meeresboden nach oben. Das ungeschulte Auge sieht hier nur ein Chaos von Formen und Schatten. Doch David Mearns liest diese Bilder. Zunächst konnten wir nur grob etwas Ungewöhnliches sehen. Beim nächsten Mal sahen wir es schon besser. Und schließlich, beim dritten Mal, stolperte der Taufisch geradezu über etwas, das wie ein dichter, harter Brocken aussah. Ob das nun aber ein Felsen war oder ein Schiffswrack, das konnten wir nicht genau sagen. Ist es das Wrack der Darwish hier? Der nächste Versuch wird zeigen, ob das Team der richtigen Fährte folgt. Gerade als wir ganz nah dran waren, verloren wir das Schleppgerät. Einfach so, weg war's. Das Kabel, dieses superschwere, doppelt gesicherte Stahlkabel, riss einfach durch und unser 600.000 Dollar teures Gerät sackte uns einfach weg. Uns war sofort klar, es ist verloren. Der kostbare Taufisch, auf dem alle Hoffnungen lagen, sinkt tief unter die Wasseroberfläche in Richtung Seeboden. Die Zeit vergeht. Das Teufelsmeer lässt sich seine Geheimnisse nicht so einfach entreißen. Und dann braut sich auch noch ein Sturm zusammen. Was nun droht, bekamen in der Vergangenheit schon ganze Kriegsflotten leidvoll zu spüren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die 7. Flotte der US-Marine in Japan stationiert und beherrscht seitdem den Pazifik. Menschliche Feinde fürchtet sie nicht, aber die Soldaten sind trotzdem immer in Alarmbereitschaft. Denn die Teufelssee verhält sich launisch und unberechenbar. Oft weht hier ein laues Lüftchen, die See ist hübsch, man schaut den Horizont an, genießt die Sonne. Wenn ich nicht bei der Kriegsflotte wäre, würde ich mich sofort in den Liegestuhl legen. Aber nur 4 Stunden später macht es Boom und die Hölle ist los. Man weiß nie, was einen hier erwartet. Die wahren Helden dieser höllischen Gefahrenzone sind nicht etwa Kampfpiloten oder U-Boot-Kapitäne, sondern Meteorologen, die rund anstelle der Weltmeere.
Zwar auf der anderen Seite der Erdkugel, aber auf demselben Längengrad wie die Teufelssee liegt das Bermuda-Dreieck. Nur ein Zufall? Was haben Teufelsmeer und Bermuda-Dreieck gemeinsam? Welches der Dreiecke birgt größere Gefahr? Viele sagen, es ist die Teufelssee. Auch Professor Junichi Yaoi, Experte für übernatürliche Phänomene und Autor zahlreicher Bücher. Er vertritt eine umstrittene Theorie zum Verschwinden der Schiffe in der Teufelssee. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Ich halte es durchaus für möglich, dass einige Frachter aufgrund von Wetterbedingungen untergegangen sind. Denn in diesen Gewässern kann die See sehr unruhig sein und es gibt starke Stürme. Doch wenn Schiffe einfach so verschwinden, ohne Grund, dann halte ich es für möglich, dass sie in eine andere Dimension übergetreten sind. Ja, ich glaube, dass sich in dieser Gegend das Tor zu einer anderen Dimension befindet. Die meisten Wissenschaftler halten Professor Yaois Theorie für Science Fiction. Aber im Teufelsmeer verschwinden weiterhin Schiffe. Januar 2002. Die Lin Yi, ein chinesisches Frachtschiff mit 19 Männern an Bord, kommt nicht wie geplant im japanischen Hafen von Kagoshima an. 8 Monate später kann niemand erklären, was der Lin Yi zugestoßen ist. Auch dieses Schiff verschwand ohne Hilferuf, ohne jede Spur. Professor Yaoi hat eine ganz eigene Theorie zum Verbleib des Schiffes entwickelt, die er überzeugt vertritt. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Stellen Sie sich eine Fernsehübertragung vor. Fernsehsendungen werden im Studio hergestellt, Nachrichten, Filme, was auch immer. Doch wenn sie gesendet werden, verwandelt sich ihr Zustand. Sie werden in elektromagnetische Wellen verwandelt, die wir weder sehen noch berühren können. Ich will damit sagen, dass eine andere Dimension in unserer Lebenswelt vorhanden sein kann, ohne dass wir sie wahrnehmen. Manche Menschen halten Professor Yaois Theorie für einen bequemen Ausweg, das Unerklärliche zu erklären. Meeresforscher und Seefahrtsexperten lassen sich damit aber nicht abspalten, sind trotzdem immer in Alarmbereitschaft. Denn die Teufelssee verhält sich launisch und unberechenbar. Stundenkilometer schnelle Winde reißen Betonwände ein und feste Gebäude werden wie Kartenhäuser zerdrückt. Die Meteorologen tragen die Verantwortung, alle Schiffe der Navy vor dem Zusammenstoß mit einem solchen Ungeheuer zu bewahren. Schiffe, die sich in Küstennähe befinden, können das Ende des Sturms in Häfen abwarten, die zumindest etwas Schutz bieten. Doch wer zu weit draußen ist, dem bleibt keine andere Wahl, als sich den entfesselten Naturgewalten auf See zu stellen. Im Teufelsmeer verschwanden die meisten Schiffe während der Wintermonate, wenn die Stürme am heftigsten toben. Aber viele Schiffe waren sehr groß und durchaus dafür gebaut, auch schlimmsten Wetterbedingungen standzuhalten. Wie die Derbyshire. Als dieser mächtige Frachter im September 1980 Kurs auf die Teufelssee einschlägt, hat die Taifunsaison gerade ihren Höhepunkt erreicht. Am 9. September um 10.19 Uhr funkt der Kapitän, dass die Derbyshire gegen 9 Meter hohe Wellen kämpft. Doch der Kapitän ist unbesorgt und überzeugt, dass sein großes und solide gebautes Schiff auch so schweres Wetter aushält. Er meldet, dass sich seine Ankunft im Hafen lediglich um ein paar Tage verzögern wird. Und doch verschwindet sein Schiff für immer spurlos von der Wasseroberfläche.
Findet sich die Antwort in den Tiefen der Teufelssee? Hier unten sind unberechenbare Kräfte am Werk. Besonders die U-Boot-Flotten des Zweiten Weltkriegs hatten mit ihnen zu kämpfen. Ein Fünftel aller U-Boote der US-Marine blieb unter See. Beinahe die Hälfte von ihnen unter ungeklärten Umständen. Heute sucht die Forschung nach Antworten in der Tiefsee. Das japanische Zentrum für Meereswissenschaften, Reserven an Bord reichen sogar für fast 14 Flugstunden. Stundenlang verläuft der Flug ohne jeden Zwischenfall. Um 14.30 Uhr funkt der Pilot seine voraussichtliche Ankunftszeit. Um 17 Uhr will er in Tokio landen. Er fügt hinzu, dass alles in bester Ordnung ist. Das Wetter ist gut. Die Flugbedingungen könnten nicht besser sein. Minuten später meldet der Pilot, dass er noch 320 Kilometer von Tokio entfernt ist. Die Fluglotsen erwarten seine Ankunft innerhalb der nächsten 2 Stunden. Sie warten vergeblich. Die C-97 kommt nicht an ihrem Zielort an. Sofort suchen Späh- und Rettungsflugzeuge tausende von Quadratkilometern Meeresoberfläche ab, auf den Spuren des Flugzeugs. Sie finden nichts. Das riesige Transportflugzeug hat sich in Luft aufgelöst. Irgendetwas im Teufelsmeer war stark genug, diese riesige Maschine einfach verschwinden zu lassen. Was kann diesem zur damaligen Zeit modernen Flugzeug mit seiner Kampfausrüstung bei idealem Flugwetter zugestoßen sein? Bis heute bleibt dieses Rätsel ungelöst. Auf den scheinbar endlosen Wasserflächen des Teufelsmeers ist die Suche nach einem verschwundenen Flugzeug oder Schiff so aussichtslos wie der Versuch, eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Die japanische Küstenwache meldet jährlich mehr als 2500 Schiffsunglücke. 8. September 1980. Der Massengutfrachter Derbyshire befindet sich mit 150.000 Tonnen Eisenerz in den Frachträumen auf hoher See. Mitten im Pazifik, 370 Kilometer von der Ostküste Okinawas entfernt. Die Derbyshire ist ein riesiges Schiff, über 300 Meter lang, doppelt so groß wie die Titanic und erst 4 Jahre alt. Ein Gigant der Meere, auf dem sich die Besatzung auch im stärksten Sturm gut aufgehoben fühlen sollte. Doch der junge Seemann Peter Lambert fühlt sich ganz und gar nicht sicher. Bei seinen Besuchen zu Hause hat er natürlich über das Schiff gesprochen, auf dem er fuhr. Er schrieb auch Briefe. Und die Derbyshire, die mochte er nicht. Irgendwas gefiel ihm nicht und auch andere Leute hatten ein komisches Gefühl. Nur zögernd heuert Peter für eine weitere Fahrt auf der Derbyshire an, um das Geld für seine Hochzeit zu verdienen. Er ist 19 Jahre alt. Die Task Force 38, eine Trägerkampfgruppe, zermürbt japanische Truppen an der philippinischen Küste, um General MacArthurs Invasion zur Rückeroberung der Philippinen vorzubereiten. Nach 3 Tagen muss die Gruppe den Dauerbeschuss der Küste unterbrechen und sich zum Auftanken in Formation begeben. Genau in diesem Moment zieht am Horizont eine tödliche Macht auf. Weitaus bedrohlicher als jeder japanische Kamikaze-Pilot. Während die Schiffe im unruhigen Wasser mit dem schwierigen Tankvorgang beschäftigt sind, bricht mit voller Wucht ein Taifun über sie herein. Vor diesem Sturm kann sich die Flotte nicht verstecken. Innerhalb von wenigen Augenblicken werden die Soldaten der Task Force 38 in einen Kampf ums nackte Überleben verstrickt. Es gab riesige Wellen.
Die Schiffe stampften und schlingerten. Die Windgeschwindigkeit lag zwischen 50 und 75 Knoten. Das sind 100 bis 130 Stundenkilometer. Der Lärm war fürchterlich und die Schiffe tanzten auf und ab, warfen sich auf die Seite. Ein grauenhaftes Erlebnis für die Besatzung. Es waren Seeleute dabei, die schon von Kamikaze-Piloten gejagt worden waren. Aber dieser Taifun war ihrer Aussage nach der schlimmste Feind ihres Lebens. Die Männer gingen 24 Stunden lang durch die Hölle. Orkanartige Winde und 20 Meter hohe Wellen brachen über sie herein. Drei Zerstörer lagen kieloben. 16 weitere Schiffe wurden schlimm zugerichtet. Mehr als 200 Flugzeuge wurden von den Decks der Flugzeugträger gefegt. Als der Sturm abflaute, hatte die Taskforce 765 Frauen und Männer verloren. Es war die schlimmste Naturkatastrophe, die die US Navy im 20. Jahrhundert heimsuchte. Die mächtige Kriegsflotte schleppte sich mit letzter Kraft zurück in den Hafen. Um solchen Überraschungen in Zukunft vorzubeugen, errichtete die Navy im gesamten Pazifikraum Wetterstationen. Die Kommandostelle Yokosuka in Japan hat heute die Vorwarnstufe ausgerufen. Ein Taifun braut sich über dem Teufelsmeer zusammen. Diese Region erzeugt ständig neue Taifune. Die warmen Wassermassen brüten jährlich etwa 30 dieser tödlichen Wettersysteme aus. Strudelförmigen Verbleib der Vermissten. Peter Lambert, Nigel Coates. David Mearns und seine Mannschaft haben das Unmögliche geschafft. Sie haben die Überreste der verschollenen Derbyshire gefunden. Eine Frage jedoch blieb: Wie und warum ist das Schiff gesunken? Mit den Ergebnissen der Expedition rekonstruierten Seefahrtsexperten die letzten Momente des Schiffes. Die Derbyshire war in einen Taifun geraten, dem sie nicht entkommen konnte. Die Sturmwellen waren fast genauso lang wie das Schiff selbst. Während die Derbyshire also von einer Welle nach unten gezogen wurde, stieß ihr Bug schon in die nächste. Die Wellen rissen nach und nach den Aufbau ab und überfluteten den vorderen Laderaum. Jetzt sank der Bug richtig in die Wellen ein. Da war der Besatzung vermutlich klar, dass sie in großer Gefahr war. Ein erfahrener Seemann merkt, wenn sein Schiff träge in den Wellen liegt. Das Vorderteil füllte sich jetzt mit Wasser. Mit dem Bug unter Wasser dauerte es nicht mehr lange, bis die Wellen alle Ladeluken zerschmettert hatten und das Schiff unterging. Das Meer riss das Schiff erbarmungslos in drei Stücke und zerquetschte die Derbyshire förmlich, während sie im Meer versank. Die Besatzung hatte einfach keine Chance. Sie konnte kein Rettungsboot herablassen. Das wäre sowieso sinnlos gewesen. Sie konnte nur hoffen, dass das Schiff irgendwie bis zum Ende des Sturms durchhalten würde, auch als es schon unterging. Ich denke, etwa 10 Minuten blieben den Seeleuten, in denen ihnen klar war, dass ihr Ende nahte. Zum Abschluss der Expedition bringt das Bergungsteam eine Gedenkplakette am Vorderdeck der Derbyshire an, mit einem Gebet für die Seelen der ertrunkenen Besatzung. Nicht nur die Derbyshire fand ihr Ende in einer Tragödie. Wenige Jahre später wurden auch ihre beiden Schwesterschiffe von Stürmen zerrissen. Ein Konstruktionsfehler verursachte diese drei tödlichen Havarien. Die Aufklärung einer Tragödie erweckt die Opfer nicht mehr zum Leben. Aber das große Mysterium verliert etwas von seinem Schrecken. Jeder aufgeklärte Fall erhöht die Chance, dass Tausende von Seefahrern heil aus dem Teufelsmeer zurückkehren. When you're at
In Japan kursieren Legenden von unbekannten Kräften, die auch das stärkste Schiff überwältigen können. Von riesigen Meerungeheuern, die Seeleute in den Tod ziehen. Nur wenige glauben wirklich an Ungeheuer. Aber japanische Fischer fürchten sich noch immer vor dem Teufelsmeer. Obwohl es mit einem reichen Fischbestand lockt. Die See des Teufels ist voller Beute. Dort drängen sich die Fische. Und diese Gewässer sind nicht so wie anderswo. Die Wellen verändern sich schnell und unvorhersehbar. Wer sich in so einer Gegend treiben lässt, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Geschichten von spurlos verschwundenen Schiffen in der Teufelssee gibt es zuhauf. Experten bemühen sich, ein Muster zu konstruieren, das zur Lösung dieser Fälle beiträgt. Auffällig ist, dass die Positionen der versunkenen Schiffe auf der Karte alle in einem Dreieck liegen. Geradezu ein Abbild einer anderen berüchtigten Gefahrenstelle der Weltmeere. Zwar auf der anderen Seite der Erdkugel, aber auf demselben Längengrad wie die Teufelssee liegt das Bermuda-Dreieck. Nur ein Zufall? Was haben Teufelsmeer und Bermuda-Dreieck gemeinsam? Welches der Dreiecke birgt größere Gefahr? Viele sagen, es ist die Teufelssee. Auch Professor Junichi Yaoi, Experte für übernatürliche Phänomene und Autor zahlreicher Bücher. Er vertritt eine umstrittene Theorie zum Verschwinden der Schiffe in der Teufelssee. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Ich halte es durchaus für möglich, dass einige Frachter aufgrund von Wetterbedingungen untergegangen sind. Denn in diesen Gewässern kann die See sehr unruhig sein und es gibt starke Stürme. Doch wenn Schiffe einfach so verschwinden, ohne Grund, dann halte ich es für möglich, dass sie in eine andere Dimension übergetreten sind. Ja, ich glaube, dass sich in dieser Gegend das Tor zu einer anderen Dimension befindet. Die meisten Wissenschaftler halten Professor Yaois Theorie für Science Fiction. Aber im Teufelsmeer verschwinden weiterhin Schiffe. Januar 2002, 150 Stundenkilometer schnell. Wer sich einer solchen Welle dann an der Küste gegenüber sieht, hat keine Chance. Als Kind überlebte Takeo Suzuki einen Tsunami. Die Welle vernichtete sein komplettes Heimatdorf. Es war entsetzlich. Um 12 Uhr war das Erdbeben. Ein paar Minuten später kam die Tsunamiwelle. Alle versuchten, sich zu retten. Ganz nah bei uns sahen wir Leute, die sich in Sicherheit bringen wollten, aber sie kamen um. Im Laufe der Jahrzehnte haben Tsunamis Hunderttausende von Menschen das Leben gekostet. Allein die bislang schlimmste Flutwelle im Dezember 2004 im Indischen Ozean forderte über 230.000 Todesopfer. Und sie wird nicht die letzte Katastrophe dieser Art gewesen sein. Wohl niemand kann die Gefahr dieser Flutwellen besser einschätzen als Chip McCreery vom Pazifischen Tsunami-Warndienst. Schon eine 3 Meter hohe Tsunamiwelle kann sehr gefährlich sein, weil der Wasserpegel steigt und dann eine Viertelstunde lang so hoch bleibt. Während dieser Zeit strömt eine Menge Wasser in Höchstgeschwindigkeit an Land. Die rasende Strömung zerstört vieles und führt Schutt mit sich, der wiederum wie ein Rambock andere Dinge kaputt schlägt. Könnten Tsunamis für das Verschwinden der Schiffe im Teufelsmeer verantwortlich sein? Tsunami-Experten sehen das skeptisch. A
Selbst eine große Tsunamiwelle ist auf offener See vielleicht nur einen Meter hoch oder noch weniger. Diese Wellen haben nämlich sehr lange Reichweiten. Es dauert zwischen 20 Minuten und einer Stunde, bis sie rauf und wieder runtergehen. Dieses langsame Auf und Ab ist also mitten auf dem Meer kaum zu bemerken. Obwohl sie an der Küste unendliches Leid verursachen, tragen Tsunamis also wohl keine Verantwortung für das Verschwinden der Schiffe auf hoher See. Im Teufelsmeer suchen die Hinterbliebenen der verschollenen Derbyshire-Besatzung weiter nach Spuren des Schiffes. Der Verlust des Sonarschleppgeräts, ausgerechnet in dem Moment, als es begonnen hatte, Bilder eines vielversprechenden Objekts vom Meeresboden nach oben zu senden, wiegt schwer. Das Gerät soll nun in einer Bergungsaktion aufgespürt und wieder einsatzfähig gemacht werden. Nur so besteht die Chance. Und Türverriegelungen, die auf und zugehen, wenn man über bestimmten Gegenden fliegt. Eine Grundvoraussetzung für diesen riskanten Job ist, stets auf der Hut zu sein. Die Männer und Frauen, die in dieser gefährlichen Gegend fliegen, wissen, dass nicht nur Schiffe spurlos verschwinden. Der Himmel über der Teufelssee hat auch schon Flugzeuge verschluckt. Besonders ein Vorfall aus der Vergangenheit lässt den Besatzungen keine Ruhe, wenn sie ihre täglichen Flüge absolvieren. Der 22. März 1957. Um 4.48 Uhr startet eine C-97-Transportmaschine der US-Luftwaffe von Wake Island in Richtung Tokio. An Bord befinden sich 67 Soldaten. Die Flugdauer ist mit 9,5 Stunden berechnet. Die Kraftstoffreserven an Bord reichen sogar für fast 14 Flugstunden. Stundenlang verläuft der Flug ohne jeden Zwischenfall. Um 14.30 Uhr funkt der Pilot seine voraussichtliche Ankunftszeit. Um 17 Uhr will er in Tokio landen. Er fügt hinzu, dass alles in bester Ordnung ist. Das Wetter ist gut. Die Flugbedingungen könnten nicht besser sein. "75 Minuten später meldet der Pilot, dass er noch 320 Kilometer von Tokio entfernt ist. Die Fluglotsen erwarten seine Ankunft innerhalb der nächsten 2 Stunden. Sie warten vergeblich. Die C-97 kommt nicht an ihrem Zielort an. Sofort suchen Späh- und Rettungsflugzeuge tausende von Quadratkilometern Meeresoberfläche ab, auf den Spuren des Flugzeugs. Sie finden nichts. Das riesige Transportflugzeug hat sich in Luft aufgelöst. Irgendetwas im Teufelsmeer war stark genug, diese riesige Maschine einfach verschwinden zu lassen. Was kann diesem zur damaligen Zeit modernen Flugzeug mit seiner Kampfausrüstung bei idealem Flugwetter zugestoßen sein? Bis heute bleibt dieses Rätsel ungelöst. Auf den scheinbar endlosen Wasserflächen des Teufelsmeers ist die Suche nach einem verschwundenen Flugzeug oder Schiff so aussichtslos wie der Versuch, eine Nadel in Heuhaufen zu finden. Die japanische Küstenwache meldet jährlich mehr als 2500 Schiffsunglücke in diesen Gewässern. Geradewegs zum Wrack der Derbyshire führen würde. Ein Ölfleck also sollte der Schlüssel sein, mit dem David Mearns und seine Leute das Unmögliche versuchen wollten. Die Derbyshire zu finden und ihr Rätsel zu lösen. Der Beschluss, eine Suchaktion zu starten, ist schnell gefasst. Aber hat ein solches Projekt überhaupt Aussicht auf Erfolg? Gerade in diesem riesigen und unberechenbaren Stück Ozean? Der Meeresboden liegt mehrere Kilometer unter der Wasseroberfläche. Selbst wenn die Derbyshire hier liegen sollte, was mag noch von ihr übrig sein nach all den Jahren in der Tiefsee? Das Team setzt auf den neuesten Stand der Technik. An Bord des Expeditionsschiffs der Sidescan Sonar Taufisch, ein Sonargerät, das vom Schiff geschleppt wird.
Es tastet den Meeresboden mit Schallwellen ab und funkt Bilder nach oben. Mehrere tausend Euro kostet sein Einsatz pro Tag. Das Geld der Familien der Derbyshire-Opfer reicht für genau 8 Tage auf See. Ein Rennen gegen die Zeit. Der Taufisch wird herabgelassen in die Wasser des Teufelsmeers und schickt erste Bilder vom Meeresboden nach oben. Das ungeschulte Auge sieht hier nur ein Chaos von Formen und Schatten. Doch David Mearns liest diese Bilder. Zunächst konnten wir nur grob etwas Ungewöhnliches sehen. Beim nächsten Mal sahen wir es schon besser. Und schließlich, beim dritten Mal, stolperte der Taufisch geradezu über etwas, das wie ein dichter, harter Brocken aussah. Ob das nun aber ein Felsen war oder ein Schiffswrack, das konnten wir nicht genau sagen. Ist es das Wrack der Derbyshire? Der nächste Versuch wird zeigen, ob das Team der richtigen Fährte folgt. Gerade als wir ganz nah dran waren, verloren wir das Schleppgerät. Einfach so, weg war's. Das Kabel, dieses superschwere, doppelt gesicherte Stahlkabel, riss einfach durch und unser 600.000 Dollar teures Gerät sackte uns einfach weg. Uns war sofort klar, es ist verloren. Der kostbare Taufisch, auf dem alle Hoffnungen lagen, sinkt tief unter die Wasseroberfläche in Richtung Seeboden. Die Zeit vergeht. Das Teufelsmeer lässt sich seine Geheimnisse nicht so einfach entreißen. Und dann braut sich auch noch ein Sturm zusammen. Was nun droht, bekam in der Vergangenheit schon ganz